Währenddessen berichte ich Advokat Marlon alles, was die Herren mir gesagt haben. Ja, wird natürlich aufgeschrieben, nochmal dankbar genickt. Und während dann Philippos seine Arbeit tut, würde ich mit dir, Buck, Erase, nochmal in Richtung dieses Schrotterplatz gehen, da wo der Ablageplatz immer noch ist. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Tageslicht. Nochmal den Schnee versuchen, ein bisschen beiseite, damit man da noch irgendwelche Spuren vielleicht erahnen kann, während die anderen drin den Leichnam anonymisieren. Kann man Kampfspuren suchen oder sowas als Kombinationsprobe machen? Ja, würde ich auf jeden Fall zulassen. Vielleicht Gerissenheit oder Nahkampf? Weil Ich würde eher Gerissenheit. Gekämpft wurde hier nicht. tatsächlich sagen, Gerissenheit und Wahrnehmung ist das. Gerissenheit, Wahrnehmung. In der Reihenfolge? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Das hat Okay. er überhaupt nicht gebracht. Der Doch, Trigger geht eine weiter. 6. Der Trigger geht weiter. Ja, das sind zwei Erfolge und ein Trigger. Wow. Ja, Was du für ein kannst einen Glück. Panzer gewürfelt. Bitte? Ist das letztlich ein Panzer? Mehr Einsen als die Hälfte? Nee, es ist die Hälfte, weil ich den Sechser aus der ersten Probe mit nach unten nehme. Also bei einer Kombinationsprobe. Demnach ist es genau Achso, das gleich heißt, viel. die 6 zählt dann als wirklicher Würfel? Wenn ich das richtig erinnere, schon. Das muss der Spieler da jetzt Also, festlegen. ich persönlich würde es so zählen, tatsächlich. Und das soll mir auch so reichen. Ich will ja nicht, also bei der Probe. Auch ein Patzer wäre nicht so ganz gravierend. Auf jeden Fall, du siehst keine Kampfspuren tatsächlich hier. Selbst wenn hier welche wären, das ist hier so ein abgefuckter Ort mit so viel Müll, der hier hingeworfen worden ist. Also wenn hier nicht irgendwie Blut verteilt wäre, würdest du nicht mal wissen, dass hier überhaupt eine Leiche lag. Du findest übrigens auch drei tote Ratten irgendwie, die von so einem Strümmerstück erschlagen worden sind, dass diesen Müllberg runtergerutscht ist. Schubkarrenspur. Ist sowas zu sehen? Du findest Zufällig eine hier hinten. Schlittenspur, mehrere tatsächlich sogar. Eine Schlittenspur gibt es auch, mehrere Schlittenspuren. Es sieht also nichts ungewöhnlich, dass Schubkarren oder Schlitten hierher gebracht werden. Ja. Gut, hier wurde definitiv nicht gekämpft. Was hast du jetzt gewürfelt? Eine Kombinationsprobe. Zuerst quasi das Hilfstalent, Was war was in das? dem Fall Gerissenheit war. Und dann die Sechser, also die Trigger, werden dann mitgenommen in den zweiten Teil der Probe. Ja. Kombinationsproben erlauben, so komplexere Sachverhalte aufzuklären. Zum Beispiel, er wollte jetzt explizit wissen, ob Kampfspuren da sind. Und da fand ich, das war ein passender Wurf. Wenn du natürlich Okay. andere Dinge wissen willst, dann musst du andere Sachen würfeln. Okay. Zum Beispiel eine Operation am lebenden Menschen ist Fokus, um sich langfristig konzentrieren zu können. Gut, hier wurde nicht gekämpft. Nachdem was der Schrotter gesagt hat, der offenbar nicht sprechen konnte, mir auch noch nicht vorgekommen ist. Wartet alles auf, hier haben wir da noch einen. Das klingt für mich ehrlich gesagt zu einfach, um wahr zu sein. Ganz ehrlich, für mich klingt das auch zu einfach. Aber wir werden dieser Spur erst einmal folgen. Zumindest ist es die einzige, die wir aktuell haben. Wenn es die große Straße war, kann man im Zweifel an der großen Straße Leute, die dort wohnen, befragen. Bekomme ich das mit, was ihr redet? Wenn du möchtest, ja. Wenn du fertig bist. Vorher nicht. Vorher lasse ich dich dann nicht raus. Inzwischenzeit wird es übrigens noch hell. Und das Leben kehrt in die Gassen ein. Ihr könnt hören, wie die in ersten Werkstätten die Öfen befeuert werden und sogar aus einiger Entfernung schon wie ein Autohammer, wie es aussieht, immer wieder auf irgendwas Metallenes kracht. Das Technikzentrum erwacht zum Leben. Wir sollten die Leiche schnell verschwinden lassen, wenn sie anonymisiert ist, im Fluss entsorgen. Dr. Johnny tritt zu dem Advokaten und dem anderen Mann, den er nicht kennt, und hat sein Fungizidgewehr in der Hand, den Spreizer wieder am Rucksack befestigt und alles wieder verstaut und steht dann daneben. Sieht aus, als wenn er sich das Gesicht notdürftig abgewaschen hätte mit, naja, irgendwas Trockenem. Also man sieht noch die orangen Spuren vom Blut. Ja, dann nehme ich mal die Kleidungssachen, vor allem dann eben auch den Ledermantel, den Lederhut und auch die Überreste der Brille und werde die dann einfach mal ja, zu einem kleinen Päckchen schnüren, damit er wirklich einfach anonymisiert ist, damit er nackt ist, kein Gesicht mehr hat und dann kann man ihn, meinetwegen kann man ihn dann hier auch liegen lassen. Das ist jetzt vielleicht nicht kodexgemäß, aber wir haben gerade wichtigere Sachen zu tun. Hier geht es Ja, immerhin das ist um, einfach. ja, den, den, die,
die Sicherheit des zivilen Zentrums, Justizian. Und wenn jetzt hier sowas wie ein Bürgerkrieg ausbricht, das ist erstmal wichtiger als die Leiche eines Richters. Der Täufer hingegen handelt anders, da er wickelt seinen Mantel um den blutigen Stumpf, der einmal den Kopf darstellte, und legt sich dann die Leiche über die Schulter. Murmelt etwas von Erde zu Erde, Asche zu Asche oder irgendwas in die Richtung. Ja, also man sieht es auch, wie die ersten Leute rausgucken, aber wie es aussieht, Leichen sind jetzt im Technikzentrum nicht so unendlich ungewöhnlich. Ein Richter ist da, das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, wenn dem Malorn einen Ausdruckswurf gelingt, um das irgendwie rechtmäßig aussehen zu lassen. Ja. Zählt Autoritätshintergrund? Selbstverständlich. Das sind ja zwei Bonuswürfe, wenn du zwei Autorität hast. So, schauen wir mal nach Autorität, sagst du? Ich habe zwei Autoritätspunkte, ja. Und was soll ich jetzt würfeln? Ausdruck. Genau. Sind 4 plus 2 sind 6 und nochmal 2 sind 8. Ja, dann würfel mal. Gar nicht so gut. Das sind 2. Das Tool hasst uns. Ja, man wirft auf jeden Fall neugierige Blicke in eure Richtung jetzt so langsam. Wollt ihr noch irgendwas machen an der Stelle, wo man die Leiche abgeladen hat? Kann ich da noch irgendwie grob drüber schauen? Mir fällt gerade nicht ein, was mit dem, also wie gesagt, mit dem Stiefel nochmal den Schnee weg, aber mir fiel da gerade nicht ein, was man da wirklich noch tun könnte. Ihr habt also da noch überhaupt nicht gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann suche ich jetzt einfach mal. Also teilweise da, wo abgelegt worden ist, und dann im Umkreis von plus 2 Meter nochmal drumherum, auch Schrottberg. Wahrnehmung. Kurze Frage, hast du eigentlich deinen ganzen Leichnam in den Mantel eingewickelt oder nur den zermatschten Kopf? Den gesamten Leichnam. Okay. Du bist jetzt ziemlich sicher, danach willst du diesen Mantel nicht mehr tragen, aber... Ja, ja, das ist mir schon klar. Ist ganz schön kalt jetzt ohne Mantel. Ja. Ich suche den nächsten meiner Brüder. Das wird ein Stück weiter weg sein. Okay, ich dachte aber, die Wiedertäufer etwas öfter da sind. Okay. Auf jeden Fall, Malorn, zwei Erfolge, ein Trigger. Du bückst dich, guckst dir an die Stelle, wo der lag, und dann fällt dir etwas auf, in deiner dünnen Schicht Schnee ein leicht eingenästes Buch. Ein Kodex. Das muss der Kodex des toten Richters sein. Ja, der wird wie ein Heiligtum nach oben gehoben, so ein bisschen der Schnee und das restliche Wasser dann abgeputzt vom Umschlag. Nochmal das Wasser leicht an seiner eigenen Lederkluft abgewischt und dann langsam und behutsam das Bänzelchen eben abbinden und dann einmal öffnen. Vielleicht hat er ja was, eine persönliche Notiz oder so hinterlassen. Vielleicht steht ein Name drin, wir wissen immer noch nicht, welche Identität er hat, aber vorne auf der ersten Seite steht bestimmt irgendwas. Ja, erste Seite, handschriftlich reingeschrieben, Fiat Lux, Eigentum von Richter Ludwig Schlosser. Ludwig Schlosser, ja, dann blätter ich noch einmal durch. Irgendwie persönliche Notizen an irgendeiner besonderen Stelle oder auch ganz hinten, noch da, wo ein Rand ist, irgendwas? Also er hat, wie es aussieht, deutlich sehr häufig durchgeblättert. Mhm. Und es ist auch ein bisschen nass von dem Schnee. Das muss wahrscheinlich die ganze Zeit hier draußen gelegen haben, während ihr drin die Leiche zerstückelt habt. Aber ansonsten hat er, wie es aussieht, keine eigenen Notizen eingefügt. Ja, ich meine, mein eigener Kodex ist ja auch durchblättert, obwohl ich ihn auswendig kenne, aber man blättert ja trotzdem gerne drin. Gut, dann wird er wieder zusammengemacht, Bänzelchen wieder drum und dann neben seinen eigenen Kodex an die Herztasche gesteckt. Da, wo er hingehört. Steht da drin, wer das war? Wir haben zumindest seine Identität. Ei. Ja, was ihr natürlich jetzt auch mit der Leiche machen könnt, ihr könntet sie natürlich auf den Schrott. Ja, oder anonym begraben lassen, die Kluft oder in die Kluft werfen. Das ist jetzt Philippos Sache. Genau, das ist Philippos Auftrag, was er damit machen will. Er kann sie natürlich auch mitnehmen ins Kreuzviertel. Sein Pneuma ist natürlich schon befreit, also seine Seele irgendwie. Du hast es nicht so ganz verstanden. So irgendwie ist es auf jeden Fall wichtig für Gott und so. Aber so ganz verstanden hast du das nicht, als das gepredigt worden ist. Aber das geht auf jeden Fall weg, wenn man stirbt. Die Priester werden schon wissen, was sie damit anzufangen haben. Ich schleife den jetzt so lange mit, bis ich in die Nähe des Kreuzviertels komme. Du kannst ihn tragen. Der ist zwar kräftig gebaut, aber
Du bist auch sehr, sehr kräftig. Eben. Also gut, herhören. Solange wir die Ermittlungen durchführen, seid ihr an mich gebunden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Vor allem für Sie, Dr. Johnny. Sie werden natürlich ausgiebig dafür entschädigt werden von den Richtern. Ich verstehe nicht. Sie bleiben in meiner Nähe und werden Ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen, soweit ich sie noch brauchen werde. Ist das verstanden? Ja. Gut. Buck, Sie sind mir sowieso für die Dauer der Ermittlung zur Seite gestellt. Philippos. Es wird eine Menge Wechsel, wenn du mir hilfst. Hey! Haben sie einen abgestochen wieder? Ja. Fuck, wen hat's dieses Mal erwischt? Ach, einer von der anderen Seite, aus dem Süden. Ein Polen. Naja, ein Polle. Ja, es ruhig erwischen, Wichser. Nehmen uns den ganzen Schrott weg. Aus der Zeltstadt. Wir entsorgen den. Ja, schmeiß ihn weg. Müll auf den Müll. Naja, die Pollen wieder. Er nickt. So, Zeit, endlich mal ein Richter, der versteht, wie es ist. Zeit, dass wir verschwinden. Der Typ, der das sagt, kassiert von Buck einen Blick, der das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich beug mich mal vor zum Richter. War es denn ein Polle? Nein. Gut, wir gehen weiter. Große Straße in Richtung Außenbezirk, hier in Madana. Unsere Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wer hätte was davon? Wem nützt es? Ja, ich würde einfach mal in Richtung der Straße folgen. Da werden wir sicherlich zum Jemandaner-Viertel irgendwann kommen. Ich möchte euch nur weiter daran erinnern, dass ihr eine Leiche mit euch rumtragt. Wir haben Richter dabei, kein Problem. Haben wir denn irgendwo sowas wie ein Außenbezirk? Dass der Wiedertäufer da einmal kurz abbiegen kann? Also, Richterkasernen sind durch die ganze Stadt verteilt. Würde das denn dem Wiedertäufer ausreichen? Das genehm ist. Gut, dann gehen wir zur nächsten Richterkaserne, um daran ihn abzuladen. Dann kann meinetwegen Philippos ihn begraben. Mir ist es egal. Also unbekannter Toter, wahrscheinlich wirst du ihn abgeben, oder? Ja, ganz recht. Die Richter würden natürlich auch wenig Fragen stellen. Ist natürlich schlimm verstümmelt, der Typ, aber... Ja, wurde so gefunden. Ja, wurde so gefunden, wie es aussieht. Man stellt wenig Fragen. Ich spare mir mal den Wurf für dich, dass du da deinen Wurf schaffst, dass dann die Leute dir glauben. Ja, ich deute mal mit dem Daumen über die Schulter auf den Richter, dessen Name mir eigentlich immer noch nicht bekannt ist, und sage, was er sagt. Ja, obwohl, was mir gerne nicht mal, wir können auch mal einen Kombinationswurf bei dir machen, und zwar aus Ausdruck und Täuschung. Ausdruck und Täuschung. Bei Philippos? Ich meine es bei Malorn. Ja. Er ist der redet. Tatsächlich. Die Richter musste dich. Unbekannter Toter, nehme ich an. Moment, erstmal 6 Würfel. Unbekannter Toter. Gefunden im Schrotterviertel, irgendein Polle. Zum Glück nimmst du nur die Schlinger mit. Okay, also das war jetzt Ausdruck mit 6 Würfeln. Und was wolltest du noch haben? Mir guck dich kurz an. Keilt ihr den Toten? Ihr guckt so bedauernd. Ja, du kannst so auf dem Ledermantel das durchgesippte Blut sehen von der Totenmaske, die da hier immer noch eingeschlagen ist. Oh Gott. Ich halt mir mal kurz die Hand auf die Brust. Und was wolltest du dann auch haben? Täuschung. Täuschung, wo ist das denn? Oh Gott, oh Gott. Immerhin, das sind 3 Erfolge, 2 Trigger insgesamt. Ja, der Typ, der, wie es aussieht, auch gerade erst aufgestanden ist. Kneift die Augen zusammen. Ja. Ja, ist immer schade, wenn es einen erwischt. Ich kann schon verstehen, warum er erst bedauert. Er klopft dir auf die Schulter, mustert dich kurz. Ich kenne dich gar nicht. Neuer Protektor? Kein Protektor. Nein, nein. Ich bin eigentlich Schreibtisch. Eigentlich sitze ich am Schreibtisch. Ihr seid Advokat? Hi. Scheiße, du redest ja gar nicht so wie die aufgeschwanzten. Verzeihung. Wollte gerade sagen, immerhin redst du hier mit einem Advokat. Okay, Zeit irgendwer für die Beerdigung oder soll ich ihn wieder in die Leichengrube geworfen? Ja, wir regeln das mit der. Wir werden da ein paar Wechsel fließen lassen, die werden von der einen zur anderen Burg geschoben und dann. Der wird. Die Leiche sollte verbrannt werden, sie hat leichte Versporungserscheinungen. Wenn ihr nicht wollt, dass sich das hier ausbreitet. Ach, sie hat doch versprochen. Droht Dr. Johnny mit lauter Stimme. Würfel mal dominieren.
wie gruselig das ist, also was er sagt. Ja. Drei Folge, ein Trigger. Das ist natürlich, also der Typ schluckt. Man weiß sehr gut, wie Spitalier auf Verspuren reagieren. Okay, ich schicke deinen Boten zum Spital, die holen ihn ab. Gut. Wie gesagt, um den Papierkram kümmere ich mich später. Ich bin jetzt erstmal im Außendienst. Ja, wird dann die... Wir brauchen noch euren Namen. Mein Name? Ja. Schlosser. Ja, der Schlosser. Er ist auch Schlosser. Er ist auch, bei uns ist auch einer Schlosser. Arschloch. Das ist ein Cousin von mir. Ihr seid mit dem Ludwig verwandt? Ja, was ist denn mit Ludwig Schlosser? Wo läuft denn der gerade rum? Auch im Außendienst? Ist er gerade... Der müsste im Schlafsaal sein. Im Schlafsaal? Das heißt, der hat ja, hier nicht in der Nacht gearbeitet, oder? Ist er tagsüber im Einsatz? Im Augenblick glaube ich schon. Müsst ihr mal fragen. Ja, musst du nicht holen. Wie gesagt, ich komme dann nachher nochmal vorbei. Ich bin, wie gesagt, gerade im Einsatz. Aber ich schaue dann nachher nochmal vorbei. Das heißt, er hat hier gearbeitet und gestern war er unterwegs und dann die Nacht über hatte er frei. Ja, ich müsste nachgucken, wann er Dienst hatte. Ja, kannst du mir die Liste holen? Kein Problem, er schlägt das große Dienstbuch auf, das auf dem Tisch vor ihm liegt. Fährt mit dem Finger entlang hier. Er hatte bis Mitternacht hatte er Dienst. Bis Mitternacht. Ja, dann wäre ich jetzt auch müde. Nee, dann lass ihn schlafen. Nicht, dass, wie gesagt, ich komme dann nach Dienstschluss, komme ich nochmal vorbei und dann unterhalten wir uns. Lange auf der Nordseite. Lange auf der Nordseite gewesen. Okay. Schöne Grüße. Fiat Lux. Weißt du, wo er war? Im Jemadana Viertel oder wo hat er patrouilliert? Hier an der langen Straße entlang. Die lange Straße, ich markiere kurz, Alter. Ich muss kurz vom Ding runter. Ja. Das heißt, er hat hier angefangen? Bis hierhin. Oder ja, bis, und dann halt immer wieder, muss man in die Gassen mal reingucken und so. Ja, gut. Ja, mit insgesamt vielleicht, wie viel waren das? 10 Mann, glaube ich, die patrouilliert sind. Ja, sag mal, hast du eigentlich mitbekommen? Wie gesagt, ich komme gerade aus dem Nordviertel. Wir haben da ein paar gestohlene Sachen, Schmuggelgut. Das waren so Schocker von den Chronisten. Sind die hier angekommen? Habt ihr da was von gehört? Ne, nicht, dass ich wüsste. Ist ja also nicht gemeldet worden. Er schüttelt den Kopf. Nicht, dass die Jemadana sich die wieder einverleibt haben. Ich kenne jemanden bei den Masken. Ich könnte mal fragen, ob dort was verschwunden ist. Gut. Nee, danke. Dann grüß mein Cousin. Ludwig ist ein guter Mann. Ja, wird er wohl sein. Also du darfst gerne mal Empathie würfeln. Oder alle dürfen gerne Empathie würfeln. Das ist einfach. Ich habe einen Erfolg. Dr. Johnny hat gar kein Interesse dazu zu hören und schaut sich lieber in der Gegend um. Molluske aktivieren. An der Kleidung von den Leuten entlang über die streifen. Molluske aktiviert ja, die reagiert ja auf Äther-Schwingungen. Die muss man gar nicht an Leuten entlang ziehen, damit sie wirkt. Das macht Dr. Johnny trotzdem. Ich wollte gerade sagen, einfach riecht er verunsichert. Ja, also man sieht auf jeden Fall Dr. Johnny, wie er umhergeistert. Er läuft wahrscheinlich auch in total seltsamen Bahnen. Und die ganzen Richter in der Richterstube total verunsichert. Wie sie diesen seltsamen Spitalier mustern. Der gehört zu mir. Aha. Ja, okay. Erase auf jeden Fall. Dir ist auf jeden Fall schon aufgefallen. Der Typ kann den überhaupt nicht leiden, diesen Wagner. Okay. Den Schlosser? Quatsch, Wagner. Wie komme ich auf Wagner? Schlosser. Okay. Ja, Wagner heißt der Assistent. Wenn man da wieder draußen ist, Wo ist die Festung? Also, wir haben auf der Politikkarte hatten wir irgendwie hier irgendwas? Einfach nochmal für die schwarz-graue Karte. Wo waren wir ungefähr? Irgendwo hier? Du meinst das ist das Richter. Unsere Richterburg, die Kaserne. Die alte Burg ist oben? Nee, ich meine die Kaserne, wo wir gerade jetzt die Beerdigung. Ich markiere kurz. Oh Gott, wie ziehe ich nochmal hier, damit ziehe ich Dinger. Ich markiere rot. Das ist dieses Gebäude.
Gebäude hier. Wo bist du gerade? Auf welcher Karte? Da, okay. Ach, da. Ah, sehr gut. Alles klar. Also, Chef, ich kenne jemand bei den Masken. Ich guck mal, wie die Sonne steht. Vielleicht bekomme ich ihn noch und ich könnte... Naja, ich weiß etwas über ihn, das er nicht gerne in der Außenwelt wüsste. Vielleicht könnte ich rausfinden, ob die Schocker vermissen. Alles klar, nimm Philippos mit, wir folgen dir erstmal. Ausgezeichnet! Keine Verspurung gefunden. Ich weiß nicht, ob die Philippos in die Hochstadt lassen. Du wirst das schon machen. Los geht's. Gut. Was gibt's? Wir gehen die Chronisten besuchen. Einer der Richter. Oh ja! Ich habe mich gestern Abend nicht prügeln können. Nach dem, was ich gehört habe, habt ihr aufgehört, euch die Schädel einzuschlagen. Ja, man sieht währenddessen, wie einer der Richter so dem einen, der euch hinterher sieht, während ihr wahrscheinlich das Gebäude verlasst. Und man hört nur sagen, was für seltsame Typen. Während er sich in die Hand schneuzt. So, wer geht jetzt genau wohin? Da ich ja ein Anhängsel habe, muss ich den Vordereingang benutzen. Ja, über die Seilbahn. Also muss halt in die Hochstadt hochlaufen. Ja, ich weiß nicht, ob Wiedertäufer da Zutritt haben. Ja. Je nachdem, wie wichtig sie sind. Gibt es außerhalb der Hochstadt Alkoven? Zum Beispiel die zentrale Wechselstube unter anderem. Ja. Also ja, gibt es. Wir gehen jetzt zur zentralen Wechselstube. Von dort kann ich ihn vielleicht kontaktieren. Ich weiß nicht, ob er, wenn er im Cluster ist, müsste er die Nachricht sofort bekommen. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ja, während ihr durch die Straßen lauft, hört ihr auf jeden Fall aus diesen Lautsprechern, die auf Stangen hier überall montiert sind, die erste Ansage des Tages kommen. Es war eine ruhige Nacht, keine besonderen Vorkommnisse. Machen Sie weiter, Bürger. Ja, danach kommt, ja, leicht akustisch verzerrte Musik aus den Lautsprechern. Ihr marschiert durch die Gassen und auf jeden Fall ist hier ordentlich was los. Trotz des schlechten Wetters müssen die Leute ja irgendwie arbeiten, es werden Stände aufgebaut, es werden Dinge verkauft. Man so langsam kriegt auch hier alle Hunger tatsächlich. Die Garküchen verströmen doch gar appetitliche Gerüche. Ich muss nochmal nachfragen, Outtime. Wo dürfen jetzt Spitalier irgendwie in dieser Stadt hier kostenlos essen? Oder war das nur im Spital selber oder wie ist das? Oder ist es nur Unterkunft zum Schlafen? Ich bin da etwas unsicher. Irgendwas gab's doch. Dafür gibt es irgendwie hier Regelungen. Ich vermute einfach mal, dass du da verköstigt wirst, wo auch die Richter verköstigt werden. Theoretisch, also in den Richterhallen, aber man wird wahrscheinlich wenig Spitalier dort sehen. Das Spital ist ja selbst nicht so weit weg. Also wenn ihr wollt, dann kann ich erstmal... Er wird geschätzt und erhält dort kostenlose Verpflegung. Wo war das? Im Protektorat. Also überall hier. Genau, was ist das Protektorat jetzt nochmal für mich zur Erklärung? Wenn Justitia in die Hauptstadt ist, ist das Protektorat das Land. Okay. Du kannst da unten runterzoomen und dann siehst du tatsächlich das Protektorat, das sich hier erstreckt. Kannst du halt den Mauszeiger drauf zeigen, was du meinst? Ja, das ist Steuerung F. Alle sehen's? Ja. Das ist das Protektorat. Also Justizian ist die Hauptstadt. Das gesamte Protektorat ist ziemlich groß, ich verstehe. Ja, verhältnismäßig. Nordrhein-Westfalen. Okay, danke fürs Verständnis. Aber wenn ich denke, das Spital ist nicht zu weit weg vom Justizian, also das ist ja eigentlich keine Laufdistanz, die wir hier haben. Ich denke auch, dass das unpraktisch ist, wenn ich immer ins Spital wechseln will, wenn ich da irgendwie eine Tagesreise oder zwei zu Fuß laufen müsste. Ja, ich vermute einfach mal, das Spital sollte eigentlich näher an der Stadt dran sein. Also, es macht ja auch Sinn tatsächlich, dass es näher dran ist. Damit die Großstadt angemessen medizinisch versorgt werden kann. Vor allem da es der Justizian selber, wie es aussieht, auch überhaupt keine Niederlassung der Spitalier gibt. Wie man hier auch deutlich erkennen kann. Gut, also können wir was essen? Was gibt's? Ja.
Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass der tote Richter, wie es aussieht, nicht auf dem Friedhof der Richterschaft landen wird. Nicht mal unter falschen Namen. Aber ja. Ja, da habe ich keine Aktien drin. Also ihr könnt auch gerne abbiegen und nicht an der Garküche euch was kaufen, sondern einer der Richthallen direkt hier am Platz euch was genehmigen. Dort wird man auf jeden Fall Malorn und Dr. Johnny verköstigen, während Erase und Philippos natürlich draußen warten müssen. Der Wiedertäufer, der wird sich nach irgendeinem Stand umschauen, wo es Früchte des Feldes gibt. Ich gebe den beiden nochmal 10 Wechsel von mir mit, also jeweils 10 Wechsel. Danke. Muss ich mir auch abstreichen. Für? Zum Essen. Kaufen. Ich zucke die Schultern. Also, Philippos, da drüben ist direkt die zentrale Wechselstube. Dort kann ich mal gucken, ob ich meinen Chronistenkontakt erreichen kann. Organisierst du uns hier irgendwas zu essen? Dann treffen wir uns in 20 Minuten wieder hier. Ich schau mal Richtung Sonne, schau dann dich an und nicke einfach. Braucht wahrscheinlich nicht so lange, aber nur um sicher zu gehen. Ihr da, ihr seht hungrig aus! Hörst du jemanden rufen? Wer ist mit dem Frühstücksbrei? Ich geh direkt auf ihn zu. Ja, ich mach mich dann zum Alkoven auf. Ja, nur 7 Wechsel die Schale. Hier, guckt! Kein Ungeziefer drin. Was ist das denn? Knollenbrei. Welche Knollen? Knolle halt, weißt du schon. Maisknolle. Hast du sie gepflanzt? Nein. Wer hat sie gezogen? Die Ernährer natürlich. Denn sonst. Und die Spitalier garantieren, dass kein einziges bisschen Spore drin ist. Was hast du dem Ernährer gezahlt? Genug! Ein kleines Vermögen habe ich ihm gezahlt. Wie viel? Er mustert dich. Willst du jetzt eine Schüssel oder nicht? Wie viel? Das, was der Marktpreis halt ist. Ich beug mich über seinen Stand vor und raune ihm ganz leise ins Ohr. Du hast ihn nicht betrogen. Er guckt vielleicht so ein Stück zurück. Nein, ich habe ihn natürlich nicht betrogen. Ich will mich doch nicht von den verdammten Ernährern verprügeln lassen, weil nämlich ich sie bescheiße. Richtig. 7 Wechsel hast du gesagt? Ja, 7 Wechsel. Ich drücke ihm eine Handvoll Wechsel entgegen. Wie viel sind das ungefähr? Weiß er selber nicht. Ja. Die dir gegeben worden sind von... Ich werf mal 2d6.